Guten Morgen, das ist hier das Heckenteam Roman und Michael. Wir machen nicht nur professionellen Versand für das Wasserschadenshaus, sondern auch Hecken, meine Damen. Rufen Jawohl. Sie uns an. Rufen Sie uns an. Wir sind wieder im Urwald. Tennisclub Gömminger jetzt. Nach 50 Jahren Thuja ist Schluss. Ja, und das sind jetzt die ersten 6 Meter. Wir geben dann hier diesen groben Abfall, meine Damen und Herren. Ja, und dann hat der Herr Heide sein Hängerli gebracht. Jetzt sind wir hier, ein kleines Bäumli und jetzt fällt er. Jetzt fällt er! Jawohl! Dichter. Jetzt geht es bald überhaupt nicht mehr voran. Jetzt müssen wir dreischichtig schneiden, weil auch die Stämme mittlerweile immer dicker werden. Ja, fast 30. Kalziummine. So, Hänger 1 von 327 abfahrbereit. Diverse Reparatur bereits an dieser kleinen, etwas zu kleinen Motorsäge. Aber Roman hat hier alles am Ball. Die Wasserpumpenzange. Ja, beschaulich geht es hier in der Schubkarrenabteilung zu. Ha, ein Baumensch mit Handschuhe. Und der Steffen, guten Morgen. In die andere Abteilung gehen wir kurz rüber. Hier, das sieht auch schon ganz belebt aus. Husch, 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 die Hecke ab in Busch. Da wird geschnitten und gehäckselt. Freie Sicht auf den Kinderspielplatz. Da sind sie. Ah, der Markt. Und dahinter im Eck, da sitzt auch einer im Gebüsch. Guten Morgen. Heide mit seinem tollen Anhänger. Eieiei. So, jetzt Beratung über die Entsorgung, meine Damen und Herren. Ja, es ist schwierig. Ah, und, ja. Ein neuer Helfer fährt ein. Ein neuer Helfer kommt leider zu spät. Erster Platz schon sauber. Das heißt, eine runde Scholle. Meine Damen und Herren. Stinker. Ah, Stinker. So, wir sind jetzt am Platz 2 angekommen und hier sehen wir, dass es noch wesentlich dichter ist. Das ist ja alles voller Vogelnester. Ja. Oder Platz 5, wir kommen hier gar nicht mehr weiter. Also jetzt wird es extrem komisch. Tja. Drei Zutaten braucht der Thuja-Waldarbeiter. Neulich im Thuja-Wald, wenn das Vöglein wieder zwitschert, tralali, und die Motorsäge klingt. Da kommen die anderen Waldarbeiter aus der anderen Seite. So, wir schauen mal rein in den Thuja-Trupp Nummer 2. 3 Leute, aber leider halbe Geschwindigkeit. Hey, ein Ästchen für den Weiler. Ach, wie niedlich. Guck mal. Jetzt Bälle haben wir da entdeckt. Gucken Sie mal. Da. Schipidit, schipidit, schipidit. Aus, die Maus! So, jetzt haben wir da nochmal die Amateurgruppe. Thuja hat jetzt hier die Bäumchen weggemacht. Schön. Grüßen wir auch den Herrn Oder. Herrlich. Mit dem Schnippelschächen ein bisschen Gebüsch. Mahlzeit. Ja, man fängt ganz klein an mit dem Rückschneiden des kleinen, feinen so. Rosensträußchens. Auch, jawohl. Auch das gehört dazu. Das gehört dazu. Ah, wie er gekleidet ist. Dynamisch. Oh, da ist der Stieler, sehr ordentlich, der Koordinator. Sensationell. Hat er Arbeitshandschuhe mitgebracht, herrlich. Kann mich nachher im Urwald ablösen. Da hocken sie, gucken sie, da hocken die Schafe an den Hunger. Sensation. So, wir begrüßen ganz herzlich die Auszubildendenabteilung jetzt im Profi-Thuja-Heckenteam. Ja, herzlich willkommen, ja, und Glückwunsch hier zu den ersten 2 Meter. Hallo, ich freue mich. Meine Damen und Herren, neu dazugestoßen, unser Dejan mit einem weißen Satin-Handschüchen hier im Aufräummodus. Ja, ganz bescheiden,
immer schön sortiert. Links das etwas verdorrte Grün und rechts das noch ökologisch wertvolle. Yeah, bitte baby. Schön trennen vorne. Dankeschön. So, hier der Brandversuche und da fragen wir mal unseren eislichen Brandstifter. Herr Heide, wie war der Feldversuch mit dem Feuer, mit der Feuerentsorgung? Gefährlich. Gefährlich. Viel zu gefährlich. Nachtwache gesucht, 14 Tage lang. Thuja-Hecke verbrennen. Tennis-Slip, Göbinger. Ich bringe meinen Camper mit Wohnmobil, Stielen aus. Machen wir sonst nicht. Ja. Material ist ja jetzt mittlerweile genug überall in Verfügung. Also da haben wir ja genug für die nächsten 14 Tage. So, das Bild verändert sich langsam. Ah, Josef hier auch im strammen Einsatz. Hinterherlaufen. Hallo, grüß Gott. Ah, yeah. Ja, da ist er. Nach. Die. So, Freunde. Langsam wird die Sicht frei. Spuren. Das Schlachtfeld wird geräumt. 8437 Bälle sind gezählt. Wir laufen auf 40 cm Nadeln über die letzten 50 Jahre. So, und der Tag neigt sich zum Ende. Morgen geht's weiter. Aufräumkommandos. Und wir schalten natürlich dann wieder live zu. Tag 2.